Ja, Panna, wie bitter ist die heutige Niederlage? Schwer zu sagen, ne? Weil wir in den letzten Spielen nicht so die Ergebnisse geholt haben und gegen Oldenburg echt ein super Spiel gemacht haben und das eigentlich Aufwind geben sollte. Dementsprechend hat das uns ein bisschen wehgetan heute, aber es geht ja schon in 2 Tagen weiter, am Freitag in Hamburg. Und da müssen wir auf jeden Fall Gas geben und dann da die 3 Punkte an. Und Havelse hat das gut gemacht. Die haben uns nicht so ins Spiel kommen lassen. Wir sind auch nicht so ins Spiel gekommen, weil die das echt gut gemacht haben. Und ja, nachdem sie ihr Ergebnis hatten, das 2-1, haben wir versucht nochmal alles nach vorne zu werfen. Die haben uns mit dem 3-1 ausgekontert und so spiegelt sich das Ergebnis wieder im Spiel, würde ich sagen. Ja, wie du gesagt hast, Freitag geht es in Hamburg weiter. Was muss man genau besser machen als heute? Da muss man auf jeden Fall griffiger sein. Also wir haben mit 7 Tagen 3 Spiele, was ganz schön viel ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns gut regenerieren und fit genug in die nächste Partie geben, um da dann nochmal den Schritt schneller zu sein als der Gegner und nochmal griffiger zu sein in der Situation und vor allen Dingen klarer und frischer im Kopf, was die Aktion nach vorne betrifft. Das auf jeden Fall.